2-1. Aber nein, ich meine ich nicht den Beste. Nein, wir haben gespielt. Tamagu. Im ersten Match nicht, weil er da Captain Falcon hatte. Okay. Aber im zweiten, also das erste Match haben die auch gewonnen. Okay, krass. Ich muss. Hast du gut kommentiert? Du kennst die alle, du kennst ja alle vier, so deswegen. Alle vier, ja. An meiner Seite jetzt Ice. Hallo. Und wir sehen, es geht gut los. Six and Lyrics konnten den ersten Stock von Däumling ziehen, den ersten Stock von Dr. Dead ziehen und Six and Lyrics mit jeweils einem Stock Vorsprung, ist aber relativ knapp noch, weil die Prozente doch eher hoch sind. Und vor allem mit Ice Climbers wissen wir, die brauchen nur einen Grab, dann ist alles wieder drin. Nicht mal das, die brauchen auch eine Smash. Die können machen, was sie wollen. Die geht nicht aus. Lyrics lädt die Smash-Attacke auf, wird nicht gepunished dafür. Däumling jetzt mit dem Grab, kriegt er den Tech-Chain in einer Die Forward Smash? Okay, Lyrics, schön die Items recovern können, aber dafür wurde Six auf der anderen Seite getötet und da muss man sich jetzt fragen, ob das die richtige Entscheidung war, weil ja eigentlich der schwächere Spieler in Teams als besseres Ziel gilt, da der gute Spieler dann immer noch die Stocks vom schlechten hat. Genau, weil die Stocks einen Vorrang haben. Und wenn, ja genau, weil die Stocks haben einen Vorrang. Oh nice, das Edge Guard von Dr. Dead, um Six diesen dritten Stock, den zweiten Stock zu ziehen. Richtig schön gemacht von ihm mit dem Wellfam von der Karte zur Six. Wieder mal gecarried von den fabulosen... Von fabulosen Lyrics, ja. Definitiv. Lyrics mit einer sehr, sehr schönen Back-Air. Ein sehr, sehr schöner SD von Lyrics. Sieht man öfter und immer gerne. Ich stelle das Mikrofon mal ein bisschen weiter runter, weil sonst sehe ich das nicht so gut. So, ich halte das mal so nah. Hört ihr uns eigentlich gut? Hört ihr Eis auch gut? Und nein, er darf nicht wobbeln. Das ist Teams. Wieso sollte er in Teams wobbeln? Ist Wobbling in Teams auch verboten? Nein, aber wieso sollte man das machen? Ja, wenn jemand Chaingrip zum Beispiel, um den anderen festzuhalten. So, ach so, aber ja, weil dann muss der andere ja trotzdem gekommen werden. Das ist ja einer, der ihn immer da rausholen kann, weißt du? Naja, das meine ich ja. Der eine wird gechaingrappt und der eine wobbelt. Okay. Das wäre natürlich hammer eklig, das stimmt. In der NTSC wäre das auch möglich, weil wir ja Chic und Eisklammers haben, aber hier geht das nicht. Ja. Däumling jetzt, haben wir Cover und kommt auf! Er wurde der Save! Triple Kill! Und wieder ausgeglichen mit Dr. Dead, ein bisschen mehr Prozente. Ja, auf jeden Fall. Dr. Dead und Lyrics klammern sich hier aber an ihre Stock-Tank-Stocks. Beispielsweise Stock-Tank-Qualitäten auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Däumling und Six sind die Spielmacher. Das sind die Killer. Ja. Das sind die Killer, auf jeden Fall. Also wie jeder hier im Turnier, sind alles Killer. Alle sind Killer hier. Und ja, schöne Forward Smash von Six. Die beste Attacke im Spiel wurde gepunished, sie hat nicht mal getroffen. Unglaublich. Sick. Wahrscheinlich in Teams nicht die beste. Ja, in Teams vielleicht nicht die beste im Spiel, stimmt schon. Dr. Dead noch ganz knapp mit dem Rejump und mit dem Style! Lyric! Und schon wieder sieht es anders, ganz anders aus. Ja, es sieht ganz anders aus. Lyrics klammert sich nämlich an seinen zweiten Stock wie bekloppt, während Dr. Dead jetzt schon den zweiten Stock verloren hat und jetzt den dritten an Däumling abgeholt hat. Schöner Upsmash hier. Schön. Lyrics wird jetzt dieses Stage auf jeden Fall nicht auscappen wollen, weil er viel zu gestört ist, Junge! Oh mein Gott! Wir sehen hier wirklich... Lyrics mit dem Brave Falcon Kick. Lyrics macht keine Kompromisse. Nee, gar keine. So, jetzt sieht es sehr, sehr eng aus. Immer noch 2 gegen 2. 2 gegen 2 immer noch? Nach wie vor, ja. Aber es sind Bester Attack im Spiel konnte Nana raten. Nice! Der Lyrics hat das Auge. Ja, er hat das Auge. Mit dem Posing Falcon Punch, ja. Man muss auch mal einen Falcon Punch schauen. Das muss sein. Definitiv. Ich übersteuere ganz leicht, sagt Rotenko. Ja gut, dann sollten wir vielleicht das Mikrofon... Das ist halt blöd, wenn es nicht irgendwo abstellen. Oh, man sieht uns, guck mal. Hallo. Crazy. Da guckt alles zu. Es gucken 14 Leute zu und zwar... Oh, das Match geht los. Scheiße, das Match geht los. guckt keiner zu. Six and Lyrics führen jetzt 1-0 gegen Dr. Dead und Däumling. Die beiden verschleppen sie auf Battlefield. Ja. Das ist deswegen eine gute Idee, weil Six hier eine schlechte Recovery hat. Genau, er kann halt nicht den Grapple. Grapple Beam. Den Grapple Beam an die Ecke schießen. Das meinst du, wir werden ein paar schöne Charge Beam Kombos sehen von Six und Lyrics? Vielleicht doch nicht. Lyrics mit dem Movement. Dieser Lyrics. Lyrics hat Yappi studiert, ja? Ja. Yappi studiert. Er ist im dritten Yappi-Semester. Damals, als ich noch Skinhead war. So, sehr, sehr schöne Kombo hier mit der, also Team-Kombo von 3 Team-Membern gegen einen mit der Bombe von 6. Und da wird Dr. Dead gedoubleteamt. Und er konnte entwischen. Das Knie hat getroffen, aber Däumlings Hit kam danach. Und so hat er das Momentum verwandelt in den Hit von Däumling.
krass! Krass! Oh, oh, nimmst du damit die perfekten Save? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind Qualitäten, die Lewis auszeichnen, die, das muss man sagen. Das hätte ich auch gar nicht erwartet. Ich habe die lange nicht im Team spielen sehen, also nicht als er rettet, so eine wo Situation. Er kann, wo er kann. So, anders als Däumling seine Nana rettet, die ist ihm scheißegal. Ja, er wird ja vielleicht besser spielen, ohne. Ja, Däumling ist tatsächlich sehr, sehr viel schneller, also wirklich unproportional viel schneller mit, ja. Mit Soko. Also soll man nicht unterschätzen. Allerdings kann er hier natürlich, obwohl die Chains sind ja auch nicht so wichtig für ihn im Team. Nee. Ja. Oh, da haben wir also, den Rap. Kriegt oh, den oh! So, mit dem Lee, aber... Ja, verpackt ja. Das Team down hier. Ja, definitiv. Na, leider nicht finishbar. Okay, und da kamen die Climbies. Und eine Climbies stirbt. Ja. Oh, sehr, sehr, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nice, nice. Freut mich immer wieder zu sehen, die Wasser hier im Spiel. Letzter Tag im Spiel kann Dr. Death. Oh, shit! Eine ja, Lyrics mit dem Matchcard. Lyrics mausert sich hier zum MVP, das muss man mal sagen. Der Mann rastet förmlich aus. Sowas habe ich ja selten gesehen. Meine Fresse. Das erinnert mich leicht an einen frühen Pamaro in Teams. Ja. Kann man obwohl schon Pamaro noch schneller ist. Ja, definitiv, das muss man sagen. Aber ja, das, was nicht ist, ja. Ja, kann ja noch werden. Auf jeden Fall. So, 5er ins Phrasensparschwein. Alter, diese Down, ey. So, die Nana survived. Dr. Dead ist safe an der Ecke. Die beste Attacke im Spiel tötet Nana. Ja, oh, kompromisslos. Okay, Lyrix, Six mit der Dash Attack. Six Shots gegen 3. Oh mein Gott. Oh, da wollte er ihn rammen auf einer anderen Seite der Stage. Ja. Hat er schon Marv. Versuch. So, wollen wir mal sehen, wie sich das hier noch aus... Ja, den Grab verfehlt. Lyrix wieder mit dem Support. Oh, was für ein Save! Mit dem zweiten Hit, zweiter Hit von der war das, ne? Mhm. Oh mein Gott, Dr. Dead jetzt ganz allein gegen 6 Stocks. Das ein seltenes Bild. Wird er schaffen. Er ist ja matchup-technisch gar nicht so schlecht aufgestellt gegen die beiden, aber mit einem gegen 6 Stocks ist halt eine ganze Ecke härter. Vor allem, weil die das oft genug gegen Eis schon versucht haben. Ah ja, und haben sie immer verloren? Nein, sie sind auf jeden Fall am Rapen. Oh, 6-6. Von daher. Oh nice, und die Forward Arrow. Wow. Dr. Dash schlägt das Team nicht gut. Oh, der Dame. Dr. Dash mit seiner Edge Guard. Und ja, der Backthrow. Kommt die Edge Guard? Kreativ. Ja! Hervorragend mit Edge Guard. Dr. Dead ist noch drin. Das Ding ist noch nicht fällig. Jetzt müssen sie mehr Respekt schulen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Sie sollten vielleicht, sie sollten vielleicht einfach mal grabben. Vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Ja. Aber das ist denen scheißegal. Ne? Die sagen, wir haben 4 Stocks. Wir können auch grabben, wenn wir noch 2 haben. Die sagen auch, wir haben alles. Oh, okay, schön gefinisht. Four-Stock im zweiten Match. Das, meine Damen und Herren, ist hart. Ich vermute, sie werden jetzt FD-Counter picken. Das kann ich mir vorstellen. Um mehr Freiraum zu bekommen und die Gefahr zu überwinden, dass man theoretisch von Link jederzeit geabwehrt werden kann. Ja, das stimmt. Weil die das Plattform-Stage auf jeden Fall einfacher gestalten lässt. Ja, genau. Da kann er vielleicht also halt Tech-Chasen mit dem. Genau. Ja, das würde jetzt hier nicht mehr passieren. Die werden FD... Sie nehmen Stadium! Sie nehmen Stadium, überraschend. Das war das erste Match, das war relativ knapp, deswegen vielleicht. Ja. Ja, es bleibt weiterhin interessant. Ja. Ich muss mir die Mikrofon merken. Das ist ekel. Aber wir sehen mal, wie es hier weiter vorangeht. Halt wie. Dr. Dead und Däumling hier mit dem besseren Start, definitiv. Ah, Däumling jetzt mit dem Versuch. Däumling hier ist. Ja, Däumling lässt sich zu leicht darauf ein, sich auf seine Standardoption zu verlassen. Er denkt sich, er kann jetzt den Down Smash machen. Genau, aber das Lyrics springt einfach. Lyrics springt einfach und kommt uns auch mit seiner Down. Ganz ehrlich, mit seiner Forward Air. Oh, Forward Air. Aber auch Down teilweise. Ja. Okay, und hier Lyrics, Six mit der besten Attacke im Spiel. Kommt das Knie. Dr. Dead kommt. Das Knie nicht reverse getroffen. Dr. Dead kommt wieder ran. Dr. Dead mit dem Survival. Sehr, sehr schön mit Forward Beep. Okay. Scheiße! Diese Bombe hätte fast das beste Setup der Welt gemacht, aber es hat trotzdem gereicht noch. Was war das, eine Abtilt? Das war, glaube ich, eine Abtilt. Sehr schön, bester Tag im Spiel. Gleicht das ganze Match wieder aus. Und wieder alle auf 3 Stocks. Nicht übel. Lyrix mit seinen Down-Airs. Donny mit dem. Dr. Dead versucht jetzt links rauszuhauen, macht einen guten Job. Lyrix aber von oben, kommt das Knie. Lyrix mit diesen Safe 2-3 hinkommen muss. Ne? Immer, immer. Und finishen mit dem Knie auch. Ne? Also unfassbar. Besser geht's in Teams nicht. Nee, ehrlich nicht. Da willst du schnell und. Ja genau, du willst das schnell wegmachen. Ja. Prozente ranken und irgendwann einfach Aerials schmeißen und gewinnen. Genau, hauen weg, Attack aufeinander. Ganz genau, ganz genau. So, dann wird man mal sehen, wie das hier weiter vorangeht. Dr. Death, jetzt zwischen den beiden. Dr. Death wird von der besten Attacke im Spiel getroffen. Da hätte Lyrix auf jeden Fall. Hervorragende Back-Aerials. Gut gesehen. Ja genau, richtig gutes Auge von Dr. Death hier. Der
ja noch nie ein sonderlich überragender Teamspieler war, aber der Maus hat sich hier, also der hat wirklich ein Auge dafür bekommen. Habe ich ihm auch gerade ausgesprochen, das Kompliment, weil ich finde schon, er hat sich auf jeden Fall verbessert. Ja, auf jeden Fall. Und im Cruise auch, es ist sein Wochenende. Es ist sein Wochenende. Definitiv. Er hat den Fluch gebrochen. Er hat auf jeden Fall den Fluch gebrochen. Oh nice, die Bombe war weiterhin im Spiel. Däumling ist leider nicht im Spiel, nimmt sich jetzt den Stock von Dr. Dead und wir haben noch 5 Stocks. Das sehen wir auch selten übrigens, dass Däumling nicht den Stock carried, sondern Dr. Dead. Ja. Nee, wobei, das war jetzt die Matches, die anderen Matches aber auch so. Ehrlich? Dr. Dead war immer über. Okay, weil gegen uns war das Match so, dass Däumling 3 Stocks hatte und Dr. Dead 1. Ah. Wechseln sich also ab. Oh, jetzt haben sie ihn. Oh, jetzt haben sie. Ah, leider ist Dr. Dead in den Vorrang. Miscommunication, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Oh, schöner Bobble. Oh, sehr schöner Bobble. In Teams tatsächlich nützlich. 51%. Ja. Unfassbar. So, wollen wir? Ja, schöne Up-Aerial von Däumling. Forward-Aerial war nicht mehr ganz nötig, nur noch Prozent racken eigentlich. Aber er hatte sicherlich weiter hoch. Däumling mit einer schönen Down-Smash. Schön Down-Smash. Gesehen. Ja, Popo im Shield und Nana Down-Smash. Sehr, sehr gute Kombination in dem Fall. So, Lyrics mit dem Knee, um Nanas Slot zu closen, aber schafft nicht ganz. Nana kommt ran. Nana kommt auch fast zurück zu Däumling. Und jetzt sind sie wieder vereint. Okay, der hat Schwierigkeiten runterzukommen. Ja, aber jetzt hat er es geschafft. Oh, schön, ja. Back-Aerial. Oh! Wie gesagt, Down-Air ist ja schlimm. Unfassbar, unfassbar. Und Nana auch die Down-Air nehmen. Und jetzt spielen sie 1 gegen 1 weiter. Jetzt kommt der Third-Punch. Jetzt kommt der Third-Punch. Oh, jetzt wollen sie es aber wirklich. Jetzt kommt der Third-Punch. Aber das Knie beendet dann dieses Set 3 zu 0. Smack! Smack!